herzlich willkommen heute Abend im Museum Angewandte Kunst zu einem der ersten Vorträge im Rahmen unseres wissenschaftlich-künstlerischen Ausstellungsprojekts Sense of Doubt, wieder das Vergessen. Sie werden, wenn Sie einen Blick in die Ausstellung werfen, sehen, dass dort so unterschiedliche Videokunstwerke vertreten sind, in der Art und in den Themen, wie es im Rahmen des Exzellenzclusters Disziplinen und Forschungsschwerpunkte gibt. Und die Gemeinsamkeit ist, dass sich alle die wissenschaftlichen Arbeiten unserer Forscherinnen und Forscher und die künstlerischen Arbeiten, die Sie dort in der Containerinstallation zu sehen bekommen, mit den Fragen gesellschaftlicher Umbrüche in allen Zeiten und aus dem Blickwinkel der unterschiedlichsten Disziplinen beschäftigen. Und dort in den einzelnen Containern finden Sie kurze Texte unserer Wissenschaftler. Für den heutigen Abend ist unser Referent Professor Pohl. Und er hat im Container 3, wenn Sie, was ich Ihnen natürlich empfehlen würde, sich auch die Ausstellung einmal ansehen werden, im Container 3, der für uns unter dem Stichwort Umwelt der Moderne, Überlebenskämpfe indigener Völker steht, sich auseinandergesetzt mit den Filmen, die dort aus Sicht indigener Völker gezeigt werden, zum Beispiel das erste Bild, was Sie hier gesehen haben, mit dem Flugzeug, ist einer der Aufhänger, an denen sich sozusagen das Kurzstatement von Professor Pohl anschließt. Aber, um das ganz, ganz deutlich zu machen, uns geht es in dem Projekt darum, unsere wissenschaftlichen Forschungsthemen, mit denen man sich beschäftigt, in den verschiedenen Disziplinen, hier in der Stadtgesellschaft im Rahmen dieses Projekts einzuführen und in den Dialog zu stellen, in den Diskurs mit Ihnen. Insofern ist das keine Filmanalyse oder eine Auseinandersetzung mit dem einzelnen Filmkunstwerk, das bleibt jedem selbst überlassen, sondern aus der Wissenschaft, aus Anlass der Ausstellung hier in sozusagen die Stadtgesellschaft getragene Themen. Und da fing es auch heute Abend an mit dem Vortrag von Professor Pohl zum Thema Indigenität, Neotraditionalismus und, jetzt habe ich das letzte Wort noch vergessen, das Erbe der Ethnologie, Verzeihung, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Und ich darf ganz kurz vorstellen, Karl-Heinz Pohl ist Direktor des Frobenius-Institutes. Er studierte Religionswissenschaft, Ethnologie, Geschichte und Philosophie in Erlangen und Berlin und hat seit 1975, Verzeihung, unzählige Forschungsaufenthalte in Ostindonesien und Nigeria verbracht. Promotion und Habilitation erfolgten an der FU Berlin. Von 88 bis 96 war er Professor für Ethnologie an der Universität Mainz. Von 96 bis 2014 hier an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zwischenzeitlich Aufenthalte als Theodor-Heuss-Professor an der New School for Social Research in New York, mit der ein intensiver Austausch auch seitens unseres Forschungsverbunds besteht. Und er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Professor Pohl hatte eine unzählige Liste von Veröffentlichungen, die ich Ihnen jetzt hier gar nicht vorstellen kann. Die Macht der Dinge, Geschichte und Theorie sakraler Objekte und The End of Anthropology, Vantage 2011, sind die beiden Werke, die ich zitieren möchte. Und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Frau Schmidt. Vielen Dank auch, dass Sie heute Abend gekommen sind. Es hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen, aber ich denke, es werden sicher auch noch mehr werden. Und es ist ja wirklich auch eine spannende Geschichte, die hier gelaufen ist, gerade auch die Zusammenarbeit mit Brasilien, mit brasilianischen Wissenschafts- und Kunstinstitutionen. Ja, wie Sie wissen, haben wir alle Filme als Paten zugeteilt bekommen und an mich hatte man gedacht, was sind die Dokumentationen über den Kampf indigener Völker in Brasilien um ihre Unabhängigkeit anbelangt, die eben hier zu betreuen und zu kommentieren. Nun, wenn Sie in das Programm gesehen haben, beziehungsweise in den Katalog, beide Filme sind doch schon relativ alt, nicht? Der eine ist aus den 80er Jahren, der zweite ist von 1993, also
22 Jahre alt. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich einiges getan und deshalb werde ich auch in meinem Vortrag jetzt gar nicht auf Brasilien eingehen wollen, obwohl ich zufälligerweise, als ich gefragt wurde, ob ich Gefühle übernehmen würde, gerade aus Brasilien zurückgekommen war, wo ich auch das erste Mal war, und da habe ich umso begeisterter eigentlich dann zugesagt, aber ich bin kein Experte, ich kann auch kein Portugiesisch. Deshalb kann ich zu Brasilien eben auch nur sehr Allgemeines sagen, das dann aber vielleicht auch später noch in der Diskussion. Doch werde ich versuchen, hier darzustellen, die wichtigsten Etappen im Kampf der indigenen Völker seit den, praktisch seit den 60er Jahren und ihre Anerkennung im ersten Teil, und im zweiten Teil werde ich dann vor allem eingehen auf die Rolle, die die Wiederentdeckung in vergessener Tradition in diesem Kampf gespielt hat und auch auf die Rolle, die ethnografische Aufzeichnungen, ethnografische Dokumentationen in dem Prozess der Wiederentdeckung, der Wiedererschließung eben des Vergessenen praktisch bis heute spielen, um zum Schluss noch einige Anmerkungen zu machen zu einem Vorgang, den ich gewissermaßen in Anlehnung an einen zentralen Begriff unseres Exzellenzclusters nicht als Rechtfertigungsnarrativ bezeichnen will, sondern als Alteritätsaffirmativ. Was darunter zu verstehen ist, also ganz zum Schluss. Ja. Langfristig hat wahrscheinlich keine andere Revolution des 20. Jahrhunderts so viel zum Wandel unseres Werte- und Normensystems beigetragen wie die Bürgerrechts- und Studentenbewegung der 1960er Jahre. In ihrem Kampf um Anerkennung konnten die in dieser Bewegung vertretenen Gruppen weltweit Erfolge erzielen. Viele der Forderungen, die damals gestellt worden sind und noch sehr utopisch erschienen, sind inzwischen in so gut wie allen westlichen Ländern in geltendes Recht überführt worden. Neben den Afroamerikanern, den Frauenrechtlerinnen, den Schwulen und den Lesben hatte in den USA, in Kanada, Australien und in Neuseeland am Civil Rights Movement noch eine weitere politische Gruppierung Anteil, nämlich die Indigenen, die durch die Kolonisierung, durch die Briten, das handelt sich in allen vier Fällen eben um ehemalige britische Siedlerkolonien, zu rechtlosen Minderheiten in ihrem eigenen Land geworden waren. Auch ihre Erfolge sollten sich auf lange Sicht als beträchtlich erweisen, haben aber außerhalb der vier Länder bis heute wenig Beachtung gefunden. Außerdem hat es sehr, sehr, sehr viel länger gedauert, bis sie sich haben durchsetzen können. Also ich glaube, es ist so ziemlich genau 90 Jahre her, dass Franz Fanon gestorben ist, kurz nachdem er sein Buch über die Verdammten dieser Erde fertig geschrieben hatte. 1961 ist es erschienen, also auch schon beträchtlich lange her, die Verdammten dieser Erde. Das war das große Buch, eben auch ein Manifest praktisch des Antikolonialismus in dieser Zeit. Das waren die Kolonisierten, die man damals eben auch entdeckt hatte, aber hinter den Verdammten dieser Erde versteckten sich dann eben auch noch, oder hinter der dritten Welt, wenn Sie so wollen, die vierte Welt, das waren eben die Indigenen, das ist ein bisschen wie mit den Schalen einer Zwiebel, also wenn man die oberste Schale entfernt, sieht man darunter, ist immer noch etwas, dann kommt immer noch etwas und das hat sich eben auch tatsächlich in vielen der postkolonialen Länder im Nachhinein als ein großes Problem erwiesen, dass man ihre kulturelle Pluralität überhaupt noch nicht erkannt hatte und dass also als erst einmal dann der äußere Mantel der kolonialen Domination entfernt war, dass sich Konflikte zum
Ausbruch kam, von denen man kaum etwas wusste. Und am untersten Ende waren dann eben die in den Genen. Aber der Befreiungskampf der indigenen Völker hat dann aber eben nicht in den postkolonialen Ländern stattgefunden, sondern angefangen hat er im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung in den ehemaligen britischen Siedlerkolonien. In Erinnerung geblieben sind von den frühesten Phasen dieses Kampfes nur noch einige der spektakulärsten Aktionen, etwa die Besetzung der Gefängnisinsel Alcatraz im Jahr 1969 durch die Aktivisten des American Indian Movement oder die Besetzung eben auch der kleinen Ortschaft Wounded Knee in South Dakota, in der 1890 das letzte große Massaker der US-Armee an der einheimischen Bevölkerung Nordamerikas stattgefunden hatte. Diese Aktionen waren unter anderem auch durch das Engagement der US-Militärs im Vietnamkrieg ausgelöst worden, was im Jahr der Besetzung von Alcatraz über das Massaker in My Lai bekannt geworden war, wurde damals als Beweis für die Kontinuität amerikanischer Kolonialgeschichte gelesen. Tatsächlich hatten sich die indigenen Bevölkerungsgruppen der vier ehemaligen britischen Siedlerkolonien bis zum Beginn der Bürgerrechtsbewegung in einer schwierigen, ja desolaten Lage befunden. Sie waren die Vergessenen der Geschichte. Alte Verträge, die noch aus der Zeit der Landnahme der ersten Kolonisten stammten, waren in der Vergangenheit immer wieder gebrochen und für nichtig erklärt worden. Die zugewiesenen Stammesterritorien und Reservationen wurden willkürlich verkleinert. Einen ganz ähnlichen Prozess können wir im Übrigen in den letzten 10 Jahren auch in Brasilien verfolgen. Die Selbstverwaltung dieser Region eingeschränkt und streng überwacht. Alte Bräuche waren fast durchgängig verboten worden, wie zum Beispiel 1927 der berühmte Potlatch-Indianerstämme an der amerikanischen Nordwestküste, in dem die Vertreter der Regierungsbehörden, also in diesem Fall der kanadischen Regierungsbehörden, nur eine sinnlose Verschwendung erkennen zu können glaubten. In den Indianerreservationen Kanadas und auch der USA richtete man die sogenannten Residential Schools ein, Internate, in denen die Schulkinder von ihren Verwandten isoliert wurden, in denen man ihnen den Gebrauch der eigenen Muttersprache verbot und alles darauf anlegte, dass sie den Kontakt zu ihrer Herkunftskultur verloren. In Australien, das ist inzwischen ja auch allgemein bekannt, ging man noch einen Schritt weiter. Kinder wurden ihren Familien entrissen und wuchsen bei weißen Pflegeeltern auf, um sie von den primitiven Gebräuchen, in Anführungsstrichen, natürlich ihrer Gruppe fernzuhalten und an die Normen der australischen Mehrheitsgesellschaft anzupassen. An dieser Praxis wurde noch bis Mitte der 60er Jahre festgehalten. Vergessenes Unrecht, es sollte noch einmal fast ein halbes Jahrhundert dauern, bis sich der australische Premierminister Kevin Rudd 2008 für das den Mitgliedern der sogenannten Stone Generation angetane Unrecht öffentlich entschuldigte. In den dazwischenliegenden 4,5 Jahrzehnten hatte sich allerdings viel getan. Die offizielle Entschuldigung des australischen Regierungschefs war gewissermaßen der letzte Akt der erfolgreichen Autonomiepolitik, die Aborigines betrieben hatten und deren erste Etappe darin bestand, dass sie 1967 durch eine öffentliche Abstimmung aus ihrem Status als Staatsmittel befreit wurden und die vollen Bürgerrechte erhielten. 1976 erfolgte der Aboriginal Land Rights Act, der ihnen die Möglichkeit eröffnete, die Rechtsansprüche auf ihre Territorien vor Gericht gegen den Staat und die großen Minenkonzerne geltend zu machen.
die sich von der Regierung Schürfrechte auf der vermeintlichen Terra Nullius, also ein lateinischer Begriff, dem staatlichen Grundland, das eben angeblich niemand gehörte, hatten geben lassen, aber nun wurde endlich anerkannt durch diesen Akt damals 1976, dass es sich um das Eigentum der dort ja schon seit Jahrzehntausenden ansässigen Abolitionist-Gruppen handelte. Ähnliche Entwicklungen hatten sich auch in Kanada, in Neuseeland und in den USA in dieser Zeit abgespielt. Ich will jetzt aber darauf nicht im Einzelnen eingehen. Dem erfolgreichen Kampf der nordamerikanischen Native Americans und First Nations, der neuseeländischen Maoris und der australischen Aborigines schlossen sich in den folgenden Jahren auch indigene Gruppen aus Südamerika, Asien, Afrika und selbst Europa an. Denn wir haben auch noch unsere Indigenen, zum Beispiel die Samen in Norwegen und Finnland, die sind heute selbst zu nennen, früher Lappen genannt wurden, und die sind heute auch bei der UN vertreten als eine der indigenen Gruppen. Die durch die neuen Medien eröffneten globalen Kommunikationsformen wurden auch von den sich bald als weltweite Einheit verstehenden indigenen Völkern genutzt, wenn sie ihre Flaggen. Seit den 1980er Jahren betrieben sie auf nationaler und internationaler Ebene intensive Lobbyarbeit, unterstützen sich gegenseitig und nutzen für ihre Anliegen die verschiedenen Plattformen der UN, die unter anderem das Amt eines Sonderberichterstatters für die Angelegenheiten indigener Völker einrichtete, übrigens lange Zeit besetzt von einem geborenen Frankfurter, nämlich Staffenhagen. Wir haben ihn auch mal hier gehabt. Ja, ich finde, für jemanden wie ihn sollte man eigentlich auch mal an einen der schönen Preise unserer Stadt Frankfurt denken, den Goethe-Preis, der ja auch der hier im letzten Moment auch noch in Zeit akademisiert war nach Mexiko und dort Professor für Soziologie wurde und also ganz wichtig dann auch geworden ist, seine Dependencia-Theorien, und der dann im Alter von 70 Jahren dieses ganz wichtige Amt bei der UN übernommen hat und da auch ganz, ganz viel getan hat für die Indigenen. Nun, auf diese Weise entstand, also durch die Nutzung der Medien, eine Art von globaler indigener Macro-Community, wie John Komarov das einmal formuliert hat. Die verschiedenen Demarschen wurden 2007 durch einen Erlass der UNO gekrönt, die in der Vollversammlung am 13. September des Jahres bei nur 4 Gegenstimmen angenommene Deklaration über die Rechte indigener Völker, in der ihnen ausdrücklich das Recht auf Wiedererstattung bzw. Entschädigung für die ihnen geraubten Territorien, das Recht auf Selbstbestimmung sowie das Recht auf die Bewahrung und Pflege ihrer Sprache, ihrer religiösen Überzeugungen und Handlungen und ihrer überlieferten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen zugebilligt wurde. Das Problem bestand nun aber darin, dass die alten Überlieferungen für die indigenen Bevölkerung der USA, Australiens, Kanadas und Neuseeland, die diese Initiativen vor allem getragen hatten, also über Jahrzehnte hin getragen hatten, schon lange keine Rolle mehr spielten, dass sie also im Zuge ihrer Unterdrückung schon lange in Vergessenheit geraten waren. Die überwiegende Mehrzahl von ihnen wurde bereits fernab von den Territorien, die ihre Ahnen einmal besessen hatten, einer statistischen Erhebung aus dem Jahr 1990 zufolge, lebten damals bereits 56% der Native Americans, 70% der First Nations Kanadas, 73% der australischen Aborigines und 83% der neuseeländischen Maoris nicht mehr in ihren Stammesgebieten, sondern in den Städten.
Dort bildeten sie zwar auf die unterste soziale Schicht, doch war die Armut, die Arbeitslosigkeit und die Verelendung in den Reservationen noch größer. Es handelte sich eben um eine Art dritter Welt oder wenn Sie so wollen, vierter Welt in der ersten. Hier sehen Sie zum Beispiel in der sehr alt, 10 Jahre alt ungefähr von der Pine Ridge Reservation in North Dakota. Die Pauperisierung betraf auch den Bereich der Kultur, Containerhäuser, Wohnwagen, solche aus Pappe hergestellten Häuser, hatten in den nordamerikanischen Indianerreservationen die Tipis längst abgelöst. Dass das Wissen um die Herstellung materieller Kulturgüter ebenfalls lange schon in Vergessenheit geraten war, braucht gar nicht eigens erwähnt zu werden. In diesem Bereich hatten sich westliche Technologien von Anfang an als überlegen erwiesen, auch an die Aufrechterhaltung der eigenen Wirtschaftsweise, etwa als nomadisierte Jäger und Sammler, als Wanderfeldbauer oder als Bisonjäger war natürlich nicht zu denken. Mit den altüberlieferten Lebensformen waren auch die meisten der an sie gebundenen Traditionen untergegangen. Für die Beseitigung der alten Glaubensvorstellungen und Rituale hatten zuvor ja auch schon die Missionare gesorgt. Selbst der Gebrauch der einheimischen Sprachen war den jungen Leuten durch die strengen Zuchtmeister der Residential Schools ausgetrieben worden. Der in den amerikanischen Native American und den australischen Abolitionist Kommunen grassierende Alkoholismus wie auch die hohen Selbstmordquoten sind verschiedentlich als Folgen des Kulturverlustes und auch der Entfremdung von den alten Werten beschrieben worden, aber wie dem auch immer sei, davon, wie es früher einmal gewesen war, existiert oft nur noch vage Vorstellungen. Wir haben also, um zu einem ersten Schluss zu kommen, eine insgesamt ziemlich paradoxe Situation vor uns. Auf der einen Seite erfuhren die Forderungen der Vertreter der weltweit agierenden indigenen Bewegung seit den 1980er Jahren zunehmend mehr Anerkennung. Zur Begründung dieser Forderungen bedurfte es und bedarf es aber des steten Verweises auf die eigenen Traditionen. Ich hatte ja vorhin kurz zusammengefasst, was in diesem Gesetz von 2007 stand. Man musste also, um die Rechtseinsprüche vorbringen und begründen zu können, auf die alten Traditionen verweisen. So zum Beispiel die Aborigines in Australien, wenn es um den Besitztitel um ein Stück Land ging oder auch heute noch geht, musste in traditioneller Weise vorgebracht werden. Das heißt, mussten die alten, auswendig gelernten Songlines ihrer Ahnen dort vor Gericht vortragen, mussten das also möglichst fehlerfrei tun. Andernfalls hatten sie eben keinen Anspruch auf Entschädigung für ihr Territorium. Oft sind da auch konkurrierende Aborigines-Gruppen vor Gericht aufgetreten. Wir haben gesagt, wir sind die wahren Besitzer des Landes und haben eben ihre alten, also Songlines, das sind eigentlich die mythischen Gesänge über die Wanderungen ihrer Ahnen vorgebracht. Aber das Problem eben, wer wusste das alles noch, denn der Bruch mit den Traditionen war meist schon lange vollzogen. Also Parenthese sei nur angemerkt, das waren meistens Ethnologen, die vor Gericht als Gutachter darüber befinden mussten, ob die jetzt von einer Aborigines-Gruppe vorgetragenen Songlines tatsächlich authentisch waren. Wir haben das meistens daneben auch verfolgt an den alten, meistens noch gar nicht veröffentlichten Manuskripten aus den Archiven. Auf der anderen Seite also war der Bruch mit der Tradition meist schon lange vollzogen. Man mochte zwar mancherorts noch ein paar Erzählungen alter Männer und Frauen kennen, aber wie sollten die integral weitergegeben werden, wenn die eigene Sprache gar nicht mehr gesprochen wurde? Während der Rückbezug auf die eigenen Überlieferungen zu einer wichtigen ökonomischen Ressource geworden war, war
die Überlieferungskette faktisch bereits abgerissen oder auf dem besten Weg, dies zu tun. Hier kommt nun der Faktor ins Spiel, den ich im Titel meines Vortrags als das Erbe der Ethnologie bezeichnet habe. Dass sich heute eine ganze Reihe von Gesellschaften als indigen verstehen, ist ein relativ rezenter Vorgang und das Ergebnis einer Umdeutung ins Positive der aktuellen Verwendung des früheren Schimpfworts schwul als Selbstbezeichnung durchaus vergleichbar oder eben auch in der Behindertenbewegung. Ich habe es ja in der Zeit im Friede gesagt, wir wollen weg von diesem Begriff, wir sind Krüppel und wir bezeichnen uns jetzt auch wieder als solche. Und ähnlich war es mit dem Begriff Indigen. Der war früher in fast allen europäischen Sprachen, in denen er auftaucht, oft mit derselben Wurzel, durchaus negativ konnotiert. Indigenas, Indigenous, Indigenous People, Natives oder eben auch im Deutschen Eingeborenen. Eingeborenen ist eine deutsche Rückübersetzung des Begriffs Indigene. Darunter verstand man die der europäischen Herrschaft unterworfenen und als minderwertig betrachteten, von den Kolonialisten als minderwertig betrachteten Ureinwohner der Kolonialländer. Ethnologen haben sich daher lange darum bemüht, einen neutralen und weniger belasteten Begriff für die entsprechenden Gesellschaften zu finden. Weitgehend akzeptiert war dafür die in Frankreich um 1950 aufgekommene Bezeichnung Bürg de Sans Écriture oder schriftlose Völker. Tatsächlich zählte es zu den Charakteristika der von Ethnologen untersuchten Face-to-Face-Gesellschaften, dass sie keine eigenen Schrifttraditionen hervorgebracht hatten. Aufgrund ihres geringen demografischen Umfangs bedurften sie der Schrift eben auch nicht. Also wenn man sich richtig sieht, was braucht man denn noch eine Kommunikation, das unabhängig von den Kommunizierenden ist. Und deshalb erfolgte eben in diesen Gesellschaften die Weitergabe des gesellschaftlich notwendigen Wissens auch vor allem im Medium oder alleine im Medium der Oralität. Zwar kennen auch diese Überlieferungsform bestimmte Mechanismen, die die Erhaltung größerer Wissensbestände ermöglichen. Diesem Zweck dienen etwa die gebundene sprachliche Form, also in Reimen oder nach einem bestimmten Rhythmus, Examinetern meinetwegen, dass man weiß ja, dass die Orthesie, daran kann man feststellen, dass sie früher auch mal mündlich vorgetragen worden ist, weil ganz viele der Elemente eben enthält, die als Mendo-Technik in oralen Kulturen bis in die jüngste Gegenwart hinein gebraucht worden sind. Also einmal die sprachliche Form, aber auch die Verteilung des Wissens über mehrere Akte, auch die Einbettung des Vortrags, der Überlieferung in bestimmte performative Akte, die man bei uns in der Regel als Rituale bezeichnet hat. Allerdings haben neue Untersuchungen gezeigt, dass das mündliche Tradieren dennoch immer sehr starken Selektionsprozessen unterworfen war. Offensichtlich auch deshalb, weil die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns, auch wenn sie sich über viele Gehirne verteilt, begrenzt ist, wird in der Regel dann doch nur das weitergegeben, was von gesellschaftlicher Bedeutung bleibt. Bedeutungslos gewordenes hingegen schaltet aus und das Bild der Vergangenheit richtet sich so dann doch mal mehr an den Bedürfnissen der Gegenwart aus. Um zuverlässigere Daten nicht nur über die Geschichte, sondern auch über die frühere kulturelle Verfasstheit der entsprechenden Gesellschaften in Erfahrung zu bringen, sind wir daher auf schriftliche Quellen angewiesen. Diese aber wurden eben nicht von den Angehörigen der indigenen Gesellschaften verfasst, so sollte es auch sein, weil ihnen die Schrift eben nicht gebräuchlich war, sondern von europäischen Besuchern und Beobachtern, von Missionaren und Forschungsreisenden zunächst, später dann mit zunehmender Präzision und auch Realitätsnähe von professionellen Ethnologen.
überzeugt davon, dass die indigenen Gesellschaften zum baldigen Untergang verurteilt waren, sahen die Ethnologen ihre, die Ethnologin natürlich auch, es gibt wenige Fächer, die in Form so eine wichtige, so eine zentrale Rolle gespielt haben, wie in der Ethnologie. Also lesen Sie nach, gibt da einen ganz netten Roman gerade veröffentlicht von Judy King bei Beck über Margaret Mead und ihre Forschung in neuen Guineas. Ganz, ganz zentrale Figuren, nicht nur in der amerikanischen Ethnologie, sondern auch in der amerikanischen Gesellschaft. Also ich war eine der ersten Frauen, die mal vorgeschlagen worden ist als Kandidatin für das Präsidentenamt. Also ich hatte mal gesehen, weil sie sich damals schon Zeit fühlen. Das ist eine Parenthese. Ja, also überzeugt davon, dass die indigenen Gesellschaften eben zum Untergang verurteilt seien, sahen die ersten Vertreterinnen und Vertreter unseres Faches ihre vornehmste Aufgabe darin, die überkommenen Lebensformen politischen, sozialen und rechtlichen Verhältnisse, Glaubensvorstellungen und Trieben so detailgetreu wie möglich zu beschreiben. Zusammen mit den ethnografischen Sammlungsgegenständen fanden auch die Feldaufzeichnungen der Ethnologen ihre Fotografien, Tonbandaufnahmen und Filme auf dem Weg nach Europa. Die Museen, Archive und Bibliotheken der kolonialen Metropolen wurden so zur Aufbewahrungsstätte für das Erbe indigener Kulturen, für materielle Artefakte sind es eben vor allem die Museen. Geblieben. Selbstverständlich hatten auch diese Dokumentationen ihre Schwächen auf verkannten Ethnologen die historische Flexibilität der von ihnen untersuchten Gesellschaften, wie sie meist nur im ethnografischen Präsens beschrieben. Historische Momentaufnahmen wurden auf diese Weise zu Bildern einer zeitlosen kulturellen Realität. Gleichwohl bleibt festzuhalten, überall dort, wo es in der Vergangenheit zu radikalen Brüchen mit der eigenen Tradition kam, zu einem kulturellen Genozid, wenn man so will, und das war leider bei allzu vielen Gesellschaften des indianischen Nordamerika, Australiens und Ozeaniens der Fall. In all diesen Fällen wüsste man über die eigene kulturelle Vergangenheit heute kaum mehr etwas, wäre sie nicht von Ethnologen und Ethnologinnen dokumentiert und sorgsam archiviert worden. Neben den wenigen, meist nur in fragmentarischer Form erhalten gebliebenen Elementen der Tradition, stellen die ethnografischen Archivmaterialien die Grundlage für die neotraditionalistischen Bewegungen dar, die seit den 80er und 90er Jahren weltweit zu beobachten sind. Bemühungen indigener Gesellschaften, ihre Tradition entweder zu revitalisieren oder gänzlich zu rekonstruieren. Auch in dem zweiten der beiden Filme können Sie das deutlich sehen, gerade in der Gesellschaft im Dreiklimans, die sich darum dann bemüht, sich doch nochmal an denen zu orientieren, die ihrem eigenen Eindruck nach noch urtümlicher, noch authentischer waren als sie selbst. Gemeinhin werden diese Bemühungen als Versuche angesehen, sich nicht zuletzt auch unter dem Druck der Globalisierung der eigenen Kulturalität zu versichern. Doch um die allzu gerne beschworene kulturelle Identität, ich finde eigentlich doch ein ziemlich leerer Begriff, und die Angst des Entwurzeltseins und den Wunsch nach Zugehörigkeit geht es alleine nicht. Im komplexen Geflecht des indigenen Neotraditionalismus spielen juristische und ökonomische Aspekte eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Den wichtigsten, die finanzielle Rekompensation für das erlittene Unrecht, hatte ich ja bereits genannt. In den letzten Jahren sind aber zahlreiche weitere Motive hinzugekommen, die meisten von ihnen dabei durchaus auch kommerzieller Art. Es tut mir leid, ich habe es hier schon ähnlich. Na?
schon so weit vorgedrückt, ich habe das nicht bemerkt. Lag hier auf meinem Papier. Okay, also zunächst werden einmal die Urheberrechtsansprüche, die von indigenen Gruppen heute auf ihr materielles wie auch immaterielles Kulturerbe erhoben werden, auf bestimmte Kulturpflanzen, wie zum Beispiel den Rooibos-Tee, den Sie vielleicht auch ab und zu trinken, der von den südafrikanischen Khoisan kultiviert worden ist und auf den Sie ein internationales Patent angemeldet haben, im Übrigen mit Erfolg, also auf viele Packung Khoisan-Tee, ich glaube, da wird ungefähr so ein Viertel Cent an die Khoisan in Südafrika abgeführt. Oder eben auch hier, gerade schon versehentlich gezeigt, das Sonnensymbol der Zia Pueblo-Indianer in New Mexico, das sich hier Southwest Airlines angeeignet haben. Und die Zia haben einen erfolgreichen Prozess gegen die Fluggesellschaft geführt und erhalten inzwischen eben auch jährliche Zahlungen für die Verwendung ihres Sonnensymbols. Vergleichbar ist die Forderung einiger Aborigines-Aktivisten aus den australischen Staatswappen, Känguru und Emu zu entfernen, weil es sich dabei um eine Aneignung des geistigen Eigentums der Ureinwohner des Landes handle, denen beide Tierarten heilig sind. Zum anderen beginnt der Tourismus in die abgelegeneren und vor einigen Jahrzehnten noch nahezu unerreichbaren Zonen der Erde bei der Wiederbelebung von Traditionen seinerseits eine wichtige Rolle zu spielen. Im Gebiet der früher bei uns auch unter der Bezeichnung Buschmänner bekannten Khoisan in Südafrika sind Ressorts angelegt worden, in den Khoi-Männer und Frauen tagsüber nur mit Ländenschürzen begleitet vorführen, wie sie früher der Tätigkeit des Jagens und Sammelns nachgegangen waren, Feuer geben und ihre Nahrung mit den einfachsten Mitteln zubereiteten. Wenn die Touristen dann abends die Lager verlassen, ziehen auch die Khoi wieder ihre gewohnten Jeans und T-Shirts an, um sich mit ihren eigenen Fahrzeugen zurück in ihre Shantytowns zu begeben. Vom Abenteuertourismus profitieren auch die bei uns wegen ihrer Lippenteller bekannten Mursi im Süden Äthiopiens. Als man sich vor wenigen Jahren der von Reiseunternehmern angekarrten Touristen in den einzelnen Dörfern kaum mehr erwehren konnte, sie aber auch als mögliche Einnahmequellen nicht wissen wollte, taten sich die Mursi zusammen und bauten ein neues, besonders traditionell wirkendes Dorf, in dessen Hütten verbringen die Bewohner der umliegenden Dörfer nun jeweils 3-4 Wochen im Jahr, ne? Und bekommen die Touristen, jeder Klick kostet also doch die erhebliche Summe von 50 Cent, ne? Die wohnen dort 4 Wochen. Und dann ziehen sie wieder in ihre eigentlichen Dörfer zurück. Da, wobei man darauf achtet, dass sie da eben von den Touristen nicht gestört werden. Also das ist an sich eine sehr clevere Sache, um das Problem zu lösen. Also nicht ständig belästigt zu werden, aber dann doch etwas vom Tourismus zu profitieren. Die Nutzung von Traditionen als ökonomische Ressource soll allerdings nicht dazu verleiten, die große Ernsthaftigkeit in Frage zu stellen, mit der man sich um die Wiederaneignung des Wissens bemüht, das europäische Reisende und Wissenschaftler von den eigenen Vorfahren bezogen hatten und das seither in unseren Bibliotheken, ethnologischen Museen und Archiven. Bei den früher auch als Nootka bekannten Channels an der amerikanischen Nordwestküste ist man die Aufzeichnungen von Linguisten und Ethnologen systematisch durchgegangen, um die alte Sprache zu rekonstruieren, die infolge der Boarding School Politik der kanadischen Regierung ganz außer Gebrauch gekommen war.
mit Hilfe eines Lehrbuchs, das ist ein zustandegekommen uns ein Ethnologe, der früher bei uns im Institut tätig war und dort auch einen Mutschernus-Kongress organisiert hat, beteiligt war, wird die alte Sprache inzwischen auch in den örtlichen Schulen wieder gelehrt. Seitdem ein Streit mit der Regierung um die Landrechte der Nunchanus im Jahr 2005 zu deren Gunsten ausgegangen war und sie sich dadurch einen näheren politischer Autonomie gewinnen konnten, versuchten einige ihrer Untergruppen das alte politische Regierungssystem mit seinen tradierten Rangordnungen anhand von mündlichen und schriftlichen Überlieferungen von archäologischen Quellen, Dokumentarfilmen und Tonaufnahmen zu rekonstruieren. Auf diese Weise entwarfen sie eine neue tribale Verfassung, also den Begriff des Stammes, also der ist in Nordamerika und in Kanada nicht tabuisiert, also in Afrika verwendet man ihn nicht und findet ihn als kolonial, aber hier bezeichnen sich eben die Stammesräte, weil sie eben Anführungszeichen selbst als Tribal Council sind. Das ist nicht gegen die Regeln der korrekte hier zu verwenden, also eine tribale Fassung. Die sie dann allerdings in einigen Punkten modifizieren, um sie den Anforderungen der Gegenwart anzupassen. Und dies geschah mit der Hilfe von akademisch ausgebildeten und ausgewiesenen Stammeshistorikern. Das neotraditionalistische Reformmodell wird zurzeit noch erprobt. Zu ihm zählt selbstverständlich auch die Wiederherstellung der alten mit umfangreichen Gabentauschaktionen verbundene Verdienst- und Rangfeste, die in der Ethnologie unter der Bezeichnung Potlatch bekannt geworden sind und vor fast einem Jahrhundert von der kanadischen Regierung verboten worden waren. Die historische Dokumentation, auf die indigene Gesellschaften notwendigerweise zurückgreifen müssen, um ihre Überlieferungen zu rekonstruieren, unterscheidet sich von den Quellen der europäischen Geschichte vor allem darin, dass sie durchgängig, ich hatte bereits darauf hingewiesen, von Außenstehenden verfasst worden sind. Aus Situationen transkultureller Kontakte hervorgegangen, spiegeln sich in ihnen auch immer die Voreingenommenheiten, die negativen und die positiven Werturteile der Herkunftskulturen ihrer Autoren wider. Wenn vielleicht auch in einem geringeren Maß, gilt es auch noch für die großen Monographien, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts von professionellen Ethnologen verfasst worden sind, die Opposition, in der sie nach einem bekannten Diktum von Ludwig Strauss generell zu den Wert- und Normensystemen der eigenen Gesellschaft stehen, schlug sich daher sehr häufig in Idealisierungen nieder. Während die moderne Gesellschaft durch soziale und politische Konflikte zerrissen wurde, schienen sich die sogenannten primitiven Gesellschaften noch in Übereinstimmung mit der Natur und in einem Zustand sozialer Harmonie zu befinden. Es dürfte daher nicht weiter verwundern, dass solche positiven Fremdbilder weitgehend übernommen werden, wenn es um die Rekonstruktion eigener Tradition geht, gewissermaßen eine Parallele zur Tacitus-Rezeption in der Geschichte des deutschen Nationalismus, kann man eben auch bei uns so gerne gewesen, was bei einem Germanen in einem solch positiven Licht hat erscheinen lassen. Neben solchen Dokumentationen spielen im Prozess der neotraditionalistischen Wiederaneignung der eigenen Kultur selbstverständlich auch die fiktiven Darstellungen der eigenen Vergangenheit eine Rolle, die von westlichen Massenmedien hervorgebracht und weltweit verbreitet wurden. Gerade den nordamerikanischen Native Americans sind sie bestens vertraut. In den Hollywood-Produktionen ist spätestens seit den großen von den eingangs genannten politischen Ereignissen der Zeit stark beeinflussten Indianer eben der frühen 70er Jahre, wie A Man Called Horace, The Big Man aus Roger Crewe,
an die Stelle des Bildes vom grausamen Wilden, das von Noble Savage getreten. Und hier sehen Sie einen der großen Aktivisten von Wounded Knee, aus Fassung Means, der später dann bevorzugt eben als Indianerdarsteller in Indianerfilmen aufgetreten ist. Und diese Filme, also diese idealisierenden Filme, ganz vorne, Dances with Wolves von Kevin Costner, die werden natürlich auch in den indianischen Reservationen, in den dortigen Andenken, werden verkauft und sind eben zu ja, Identifikationsmustern geworden. Und ganz starkes Identifikationspotenzial geht vor allem von dem Zoo aus. Die Zoo-Tracht ist inzwischen eigentlich auch so etwas geworden wie der Allgemeintracht der nordamerikanischen Indianer, immer wenn es nach dem Abschluss einer Konferenz meinetwegen oder eines sonstigen Treffens zu einem Awau kommt, dann verkleidet man sich eben, egal ob man jetzt Algonquin oder Ojibwe oder Cree oder Winnebago ist, als Lakota-Indianer oder so Indianer. Das gehört dazu, das ist wie in Oberbayern meinetwegen, was man heute beim Oktoberfest anzieht, ist ja eigentlich auch ein Verschnitt aus vielen verschiedenen regionalen Trachten, Traditionen, so ähnlich wie es dort auch. Bei den australischen Aborigines lassen sich ähnliche Tendenzen beobachten. Auch bei ihnen ist die Versuchung groß, idealisierende Fremdbilder als Selbstbilder zu übernehmen. Doch steht bei ihnen nicht die altbekannte Figur des Noble Savage, des edlen Wilden Pate, sondern eine merkwürdige Gemengelage von ökologischen Diskursformen und New Age. Im Totemismus der Aborigines glaubten die Anhänger dieser neuen Heilslehre, die Ausgestaltung eines Naturverhältnisses zu erkennen, das auf Harmonie und Ausgleich, nicht aber auf Ausbeutung angelegt ist. Zugleich sahen sie in ihren religiösen Überzeugungen Zeugnisse einer tiefen Spiritualität, von der sie annahmen, dass sie eben noch aus der Urzeit der Menschheit stammte. Allerdings stießen sie mit diesen Stilisierungen auch nicht immer nur auf Zustimmung. Die australischen Ureinwohner zählen mit zu den indigenen Gesellschaften, die sich, um den amerikanischen Kulturanthropologen Michael Brown zu zitieren, heute von den Verehrern ihrer Religion weit mehr bedroht fühlen, als von den christlichen Missionaren, mit denen sie früher schon irgendwelche Arrangements treffen konnten. Im Sinn ihrer traditionellen Secret-Sacred-Politik wehren sich australische Aborigines-Gruppen schon lange gegen die als übergriffig empfundenen Aneignungen ihrer Tradition, und zwar nicht nur durch bestimmte modisch-religiöse Bewegungen, sondern auch durch die Verwalter von Museen und ethnografischen Archiven. Die australischen Ureinwohner zählten zu den ersten indigenen Gruppen, die die Rückgabe ihrer in den Völkerkundemuseen ausgestellten sakralen Objekte fordern. Mal hier ein Nachtrag zu der dem pan-indianischen Zoo-Festivierung, aber hier sind sie eben nur die heiligen Objekte der Churingas, die Churingas der oder heiligen Abendsteine der Aborigines. Und es ist ihnen inzwischen gelungen, weltweit in allen Museen durchzusetzen, dass diese ihre heiligen Gegenstände aus den Schaustellungen rausgenommen worden sind. Viele sind auch inzwischen zurückerstattet, aber kein ethnologisches Museum, egal wo wir das heute noch fragen, in diese heiligen Steine öffentlich zu zeigen. Die Aborigines sind zum Teil noch sehr, sehr viel weitergegangen. Und auch die Fotografien also von ihrer eigenen Vorfahren werden inzwischen unter
Verschluss gehalten. Wir haben bei uns im Institut, im Provenius-Institut, also auch eine große Fotosammlung von früheren ethnografischen Expeditionen nach Australien und jetzt also schon zwei Gruppen aus Australien, die sie mit uns in Verbindung gesetzt haben, mit der Bitte, also jetzt nicht jedermann diese Fotos zugänglich machen, sondern wenn jemand anfragt, sie vorher doch informieren und ihre Zustimmung bitten. Und das werden wir auch so tun. Im Gegenteil, wir fühlen uns also bei etwas geehrt. Also das steigert den Wert unserer Sammlung im Frobenius-Institut. Hier sehen Sie zum Beispiel, selbst dieses Buch wurde aus einer, in dem diese Abbildung sich befindet, wurde auf Druck einer Ethnologie-Gruppe aus allen öffentlichen Bibliotheken in Australien entfernt, weil es eben sich um Ahnensteine handelt, die niemand, vor allem keine Frauen sehen darf. Das wird ihnen sehen, oft zu ganz großen Problemen, mit denen, also die Steine noch aufbewahrt werden, aber da hat man sich dann auch, Verträge geschlossen, Adelaide zum Beispiel, demzufolge, also diese heiligen Steine und andere heiligen Gegenstände einmal nicht von Kuratoren gesehen werden, auf keinen Fall streng tabuisiert, wie es mit der traditionellen Gesellschaft dort ist. Und auch die männlichen Kuratoren, die dafür zuständig sind, müssen erstens sein Familienväter. Und die müssen zweitens beschnitten sein. Also wie auch die entsprechenden Gruppen. Den vertraut man, dann gibt es dann eben auch Abmachungen. Die Gruppen sind eigentlich in Australien zum Teil ganz froh, dass die heiligen Gegenstände in den Museen sich befinden, weil es sehr, sehr, sehr schwierig ist, gerade wenn sie in den Ghettos der Städte wohnen, die Zahlen zitiert. Und deshalb werden die eben in eigenen Räumen dort aufbewahrt, oft kommen sie auch zur Verrichtung ihrer Rituale in die Museen selber und dann werden in allen die Ahnensteine ausgehändigt und dann werden eben die Initiationsrituale an den Neophyten verrichtet. Oh, habe ich noch ein bisschen Zeit? Okay. Ich wollte dieses kleine Panoptikum gegenwärtiger Neotraditionalismen mit einem nicht ganz so extremen und auch etwas ausführlicher dargestellten Fallbeispiel abschließen, das vielleicht gerade die Literatur- und Kunstwissenschaftlerinnen unter Ihnen interessieren dürfte. Rot ist der Abend auf der Insel von Palau und die Schatten sinken. Singen auch aus den Kelchen der Frau lässt er sich trinken. Kennen Sie sein? Wer war der Dichter? Gottfried Benn. Eigentlich von ihm, dass er 1922 unter dem Titel Palau veröffentlicht hat, unter so einem Zustand schwerer Verliebtheit verfasst. Nun, Palau, das war 1899, eine Inselgruppe eigentlich von Spanien an das Deutsche Reich verkauft worden. Und bald zu einem exotischen Sehnsuchtsort deutscher Expressionisten geworden, eben auch Gottfried Benn. Ernst Ludwig Kirchner ließ sich um 1909 von dem bemalten Balken eines Männerhauses aus Palau im Dresdner Ethnographischen Museum zu einigen seiner wichtigsten Werke inspirieren. Emil Nolte berührte die Inselgruppe während seiner Südseereise und Max Eschstein wollte sich 1914 für immer auf ihr niederlassen, allerdings hat ihn dann der Ausbruch des Ersten Weltkriegs doch daran gehindert, aber er war schon mit seiner Frau auf Bader und sie hat schon 3 Monate dort gewohnt. Die Popularität Palaus unter deutschen Künstlern verdankte sich auch der Tatsache, dass sie von 3 namhaften deutschen Ethnologen eingehend beschrieben worden war, nämlich Karl Semper, Stanislaus Kubari und Augustin Krämer. Letzterer war nach Palau als Mitglied einer Hamburger Expedition von 1908 bis 1910 gelangt und hatte
aufgrund seiner Beobachtungen über die Geschichte und Kultur ihrer Bewohner ein umfangreiches Werk von mehr als 1800 Seiten veröffentlicht. Nun sollte die deutsche Kolonialgeschichte von 1899 bis 1914 für Pralauer nur eine kurze Episode bleiben. 1914 kamen nämlich die Japaner und haben die Insel übernommen, diese dann 1945 wiederum an die Amerikaner abtreten mussten. Danach blieb Pralau fast ein halbes Jahrhundert lang UN-Mandatsgebiet unter der Verwaltung der USA. Dabei kliffen sich die Pralauer nahezu in allem den Lebensstil der Schutzmacht, sagte man, glaube ich, damals auch in den 70er Jahren, wo man die Schutzmacht an. Die auch hohe Summen in die ökonomische Entwicklung der Insel investierten. Die alten Traditionen gerieten in Vergessenheit, von exotischen Flair, die auch die Expressionisten in ihren Bann geschlagen hatte, dabei Erlangung der politischen Unabhängigkeit im Jahr 1994 nicht mehr viel geblieben. Doch gewannen die alten Überlieferungen wieder an Bedeutung, als der internationale Tourismus die Insel vor einigen Jahren als Taucherparadies zu entdecken begann. Das Schnorcheln allein genügt den meisten allerdings nicht, man würde dann eben auch noch ein bisschen Kultur sehen. Mit den überseeischen Besuchen kamen nicht unerwartet neue Einnahmequellen, sondern eben auch zahlreiche Arbeitsmigranten aus den Philippinen, aus Pakistan und aus Indonesien, die heute 30% der Inselbevölkerung ausmachen, die allerdings insgesamt nur 22.000 Personen beträgt, aber die verrichten eben die einfachen Arbeiten in den Hotels, werden also viele alteingesessene Familien vom Verkauf ihrer Grundstücke, eigentlich mal klaren Eigentum waren, an große Hotels. Leben. Beide Faktoren, nämlich sowohl also der Tourismusboom und eben das Bedürfnis der Touristen neben der wirklich faszinierenden Unterwasserwelt auf dieser Insel auch noch traditionelle Kulturen zu sehen, als auch die Notwendigkeit der Abgrenzung von den zugezogenen, von den Gastarbeitern, wie es bei uns vorher hießen. Beide Faktoren führen dazu, dass die Pralauer sich verstärkt auf ihre alten Traditionen besinnen, denn sie sind potenzielle ökonomische Ressource und Distinktionsmerkmal in einem. Umfangreiche Dokumentationen ihrer alten Sitten und Gebräuche sind zwar vor allem von deutschen Ethnologen erstellt worden, aber auf der Insel gibt es eben heute niemand mehr, der die Sachen auch lesen könnte. Doch hat eine gemeinsame Initiative des Sohnes des ersten Präsidenten der Insel von drei ehemaligen Ministern und des Hochschulrektors, den sehen Sie ganz rechts, dazu geführt. Auf der rechten Seite der ältere Herr mit den weißen Haaren, das ist der deutsche Botschafter, dass Mäzene gefunden worden sind, darunter auch die deutsche Regierung, die 1800 Seiten von Augustin Krämer vom Deutschen ins Englische übersetzt haben. Es ist gerade abgeschlossen worden, dieses Werk, das ich jetzt im Oktober auch auf Pralau war. Vielen Dank auch für den Zuschuss des Exzellenzrates, dass das zu dieser Reise. wie ich da eben auch erfahren konnte, treffen sich die Ex-Minister, die sie dort finden, einmal in der Woche mit anderen Inselhonorationen, um den Text gemeinsam zu lesen, nach verloren gegangenen Wörtern des Palauischen zu suchen und gemeinsam Überlegungen darüber anzustellen, wie sich einige der in Vergessenheit geratenen Sitten wiederbeleben lassen. Erste Schritte sind bereits unternommen worden. Für ein traditionelles Bootsrennen wurden die, altes Ritual, das ist insofern eigentlich auch ganz nett, als man früher, es geht um eine Initiation bei der Erstgeburt einer Frau, also wenn das erste Kind geboren hat, gibt es da Purifikationsrituale und das hat man früher natürlich also mit nacktem Oberkörper
wenn man diese Rituale verrichtet. Aber jetzt ist die amerikanische Kulturie dazugekommen. Und das hat jetzt, aber man wollte eben trotzdem die Einflüsse der Moderne mit in der Tradition vereinbaren. Und deshalb ist man auf den genialen Gedanken gekommen, diesen Büstenhalter zu konstruieren, der aus zwei halben Kokosnussschalen besteht. Was man sowohl den Einflüssen im Amerikas gerecht, als auch den Anforderungen, die die Tradition stellt. Für ein traditionelles Bootsrennen, also hier sind Sie zum Beispiel ein wiederaufgebautes Haus, ein wiederaufgebautes Männerhaus, und das ist genau das, das Sie auch in Dresden finden und das eben auch Kirchner dort gezeichnet hat und das Kirchner dann eben auch inspiriert hat, und zwar vor allem hier diese sogenannten Storyboards, und auch diese Tradition wird weitergeführt, ne? Das ist also so praktisch Frühform des Comicstrips, die Kirchner damals so toll fand. Und das hat man jetzt eben in den nachgebauten Häusern auch gemacht, und da ist es jetzt in diesem Fall, sind es die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs, die auf diese Weise eben in traditionellen Zeichnungen wiedergegeben werden, also eine der größten Schlachten im Pazifischen Krieg, die fand vor Palau statt. Nun, das alles aber geschieht in einer modern geprägten Lebenswelt, die von großen Hotelresorts, von Touristenströmen, von einem lebhaften privaten Autoverkehr auf den gut instande gehaltenen Inselstraßen, von amerikanischen Supermärkten und Fastfood-Ketten bestimmt ist und über der eine neulich fertiggestellte neue Hauptstadt thront, deren prachtvollstes Regierungsgebäude dem Kapitol in Washington nachgebildet ist. Nun, welche Motive stehen hinter dem Rückgriff der nordamerikanischen Indianer, damit komme ich langsam dann doch zum Schluss, der australischen Aborigines und der neuseeländischen Maori auf ihre alten Überlieferungen? Wie lässt sich der gegenwärtige Neotraditionalismus besser verstehen, wenn man ihn nicht allein auf die etwas abgegriffene Form einer Wiedergewinnung der eigenen kulturellen Identität reduzieren will? Zunächst bleibt einmal festzuhalten, dass er wesentlich zur gesellschaftlichen Anerkennung und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der genannten indigenen Minderheiten beigetragen hat. Während sie strukturell auch immer noch benachteiligt, so können sie in rechtlicher Hinsicht doch beträchtliche Erfolge vorweisen. Durch das geschickte Ausnutzen von Gesetzeslücken ist es seit 1990 in den USA vielen Indianerstämmen gelungen, das in fast allen Bundesstaaten geltende strenge Glücksspielverbot zu umgehen und in ihren Reservationen eigene Spielcasinos zu betreiben. Auf diese Weise ist nicht nur die extrem hohe Arbeitslosenquote zurückgegangen, die neuen Einkommensquellen können überdies zum Ausbau von Schulen und Bildungsstätten, von Kranken- und Sozialversicherungssystemen verwendet werden. In manchen Fällen werden die Einkünfte sogar per Kapita unter die Stammesmitglieder umverteilt. Diese Einkünfte haben es dem Stammesrat der Seminolen ermöglicht, also die Einkünfte aus den Casinos, und die Seminolen, das ist eine Gesellschaft in Florida, das waren die ersten, die damals auf diesen Dreh kamen, bereits 1988. Und inzwischen wurde so viel Geld akkumuliert, dass sie eine der größten, auch ihnen bestens bekannten Hotel- und Restaurantketten der Welt erwerben konnten, nämlich Hard Rock Café. Damals 2008 zum Preis von 965 Millionen Dollar. Also wenn Sie heute ins Hard Rock Café gehen, gehört den Seminolen, passen Sie auf, also wenn Sie deutscher Staatsbürger sind, denn die Seminolen hatten schon immer eine relative Autonomie in den USA, und die haben nach dem Kriegsantritt der USA auch Deutschland den Krieg erklärt. Aber soviel ich weiß, waren sie an den vier Mächte
Gesprächen damals nicht beteiligt, also es kann durchaus sein. Passen Sie also auf. Jedenfalls, diese Minuten sitzen heute hier im Hard Rock Café. Und also jetzt die jährlichen Umsätze bewegen sich schon weit über die Höhe dessen, was sie damals dafür bezahlt haben. Und so ist es auch mit vielen, also mit vielen anderen großen Casinos in den USA der Fall. Eines der größten der Welt mit 20.000 Angestellten, das liegt zwischen New York und New Jersey. Das gehört den Nachkommen der Peacocks. Die Peacocks kennen Sie vielleicht auch noch. Das war eine der ersten Gruppen, auf denen die Pilgerväter gestoßen sind und diese vom Hungertod bewahrt hatten. Die galten eigentlich als ausgestorben, aber dann haben einige entdeckt, dass sie doch Nachkommen der Peacocks sind und haben dann auch das alte Territorium wieder in Besitz ergriffen, das eben glücklicherweise genau zwischen diesen großen Städten liegt. Und das ist jetzt eines der größten Casinos der Welt. Ja, ähnliche Entwicklungen hat es eben auch in Australien, Kanada und Neuseeland gegeben. Da sind es vor allem die großen Minenunternehmen, die hier Tantiemen zahlen. Also die Angehörigen, die allgemeine wirtschaftliche Lage der Angehörigen der indigenen Minderheiten hat sich verbessert. Die meisten von ihnen leben zwar immer noch am Rande der Gesellschaft, doch sind die Differenzen insgesamt geringer geworden. Nun, vor diesem Hintergrund bietet die Wiederbelebung der eigenen kulturellen Tradition eine Möglichkeit, sich gegenüber einer Mehrheitsbevölkerung abzugrenzen, von der man sich im Grunde immer weniger zu unterscheiden gewonnen hat. Der gegenwärtige Neotraditionalismus ist Ausdruck einer Verhaltensweise und Einstellung, die ich mit dem anfangs bereits genannten Neologismus des Alteritätsaffirmativs bezeichnen möchte. Diese Einstellung stellt gewissermaßen die positive Kehrseite des kulturellen Othering dar, das in der postkolonialen Debatte so heftig kritisiert worden ist, gewissermaßen auch als der große Sündenfall der europäischen Kulturwissenschaften. Kehrseite insofern, als man die Fremdzuschreibungen in Tennis Athory nicht prinzipiell zurückweist, sondern sich dieser Fremdzuschreibungen bedient, je nach Situation und wechselndem Kontext, um die eigenen Ziele zu realisieren. Die formelle rechtliche Gleichstellung haben die Indigenen zwar erreicht, in einigen Fällen werden sie inzwischen gegenüber der auf Kolonisten und Auswanderer zurückgehenden Mehrheitsbevölkerung rechtlich sogar privilegiert. Faktisch aber ist ihre Diskriminierung natürlich noch lange nicht überwunden, auch wenn sich heute kein Politiker mehr öffentlich gegen sie äußern würde. Die erreichten Fortschritte sind daher immer noch gefährdet. Um die Gleichstellung aufrechtzuerhalten, bedarf es daher des ständigen Verweises auf die eigene Alterität, aber das Alteritätsaffirmativ. Dieser Verweis geht in aller Regel mit einem Memento an das Unrecht einher, das den eigenen Vorfahren gerade aufgrund ihres Andersseins angetan worden war, einer Erinnerung eben an deren Vertreibung, Entrechtung oder eben oft auch sogar physischen Limitation. In den USA spielt in diesem Zusammenhang die Debatte um die Rückerstattung der Human Remains eine zentrale Rolle. Der sterblichen Überreste der eigenen Vorfahren, von denen zahllose in den Depots der Naturkundemuseen lagerten, bis ihre Restitution durch den Native American Grace Protection Repatriation Act des Jahres 1990 in den Rang eines Bundesgesetzes gegeben wurde. Vertreter der Maori reisen schon seit vielen Jahren durch die Völkerkunde und Naturkundemuseums Europas und Amerikas, um die dort aufbewahrten, mumifizierten Köpfe ihrer Ahnen zurückzufordern. Auch hier im benachbarten Weltkulturenmuseum waren sie schon gewesen und haben auch von dort einen tätowierten Kopf zurückerhalten. Ein Alteritätsaffirmativ in dem umgenannten Sinn
stellen auch die Bemühungen der australischen Ureinwohnerkultur dar, ihre heiligen Objekte aus den Vitrinen der ethnologischen Museen zu entfernen, um Kontrolle über die Fotografien ihrer Ahnen zu haben. Ich hatte das ja bereits erwähnt. Dabei sind es gar nicht die Dinge, auf die es in diesen Fällen ankommt, den Respekt vor den sterblichen Überresten der eigenen Angehörigen haben die meisten Indianerstämme eigentlich erst von eingewanderten Puritanergruppen übernommen, sondern es geht um den symbolischen politischen Akt selbst. Das ist das Wichtige. Also eben durch die Existenz von Artefakten, von Human Remains auch in unseren Museen, in unseren Sammlungen immer wieder darauf hinzuweisen, auf das Unrecht, das diesem Gruppe geschehen ist, und damit eben auch zugleich nochmal die eigene Alterität gegenüber den, in unserem Fall, den Nachkommen der Kolonisierten zu unterstreichen. Das Alteritätsaffirmativ besagt, dass das eigene Anderssein so lange hervorgekehrt werden muss, solange die rechtliche Gleichstellung nur formell, aber nicht faktisch besteht, und die bereits erreichten Positionen insofern immer noch bedroht sind. Hier trifft sich im Übrigen die Indigenenpolitik mit den Strategien anderer Teile der großen Emanzipationsbewegungen, die in den 1960er Jahren entstanden sind. Denn auch für sie gilt der Grundsatz des Alteritätsaffirmativs: um Gleichheit zu erreichen, gilt es zunächst und vor allem, die auf uneingestandenen Vorurteilen gegenüber dem eigenen Anderssein beruhenden und durch das allgemeine Gleichheitsideal nur verdeckten Ungleichheiten zu betonen. Allerdings kann sich diese Politik auch als zweischneidig erweisen. Auch das zeigt der indianische Neotraditionalismus. Seitdem die Gewinne aus den Casino-Betrieben in den Reservationen nur noch so sprudeln, beginnt in der amerikanischen Öffentlichkeit an die Stelle des armen, aber stolzen Reservations-Indianers das Bild des reichen indianischen Geschäftsmanns zu treten, der seinen Profit aus den Lasten seiner Mitbürger bezieht. Mit anderen Worten, das aus einer wie auch immer wahrgenommenen Alterität resultierende und bewusst durch eine Art von Selbstorientalisierung oder Selbstindianisierung, in diesem Fall vielleicht Indigenisierung, verstärkte Stereotyp bleibt eben weiterhin bestehen. Es wechselt lediglich seine Vorzeichen. Armut wird durch Reichtum, Großzügigkeit durch Selbstbezogenheit und Stolz durch Habgier ersetzt. An die Stelle des Mitleids tritt der Neid. Also, wenn Sie so wollen, ein typischer Catch-22, ein Dilemma also, aus dem man nur schwer einen Ausweg findet. Aber noch ist es nicht überall so weit, noch sind es die indigenen Völker, die in den meisten von Europäern kolonisierten Ländern die ärmste Bevölkerungsschicht darstellen. Noch zählt es auch zu den wichtigsten Aufgaben der Ethnologie, sie bei ihrem noch lange nicht gewonnenen Kampf um Anerkennung zu unterstützen. Dass dies aber nicht in paternalistischer Form erfolgen kann, durch die man in den Akteursstatus genau diese der Sprecher der indigenen Gruppe bestreiten würde, sondern auch immer in solidarischer Kritik, das versteht sich gewissermaßen von selbst.